Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. I will follow him. Was für ein Lied. I will follow him. Follow him wherever he will go. Das ist diese Tage gar nicht so einfach bei dem Schneechaos im Land. Wenn ich jemandem folgen will. Wenn ich in jemanden wirklich vernarrt bin, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise angesichts des Karnevalswochenendes. Also wenn ich dranbleiben will, was bin ich bereit zu geben? Und was bin ich bereit zu verzichten? Und wie wird sich mein Leben dabei verändern? Lassen Sie uns das anschauen und überlegen in diesem Gottesdienst, den wir miteinander feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du. Ist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewagt. Ist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewagt. Wenn ich fühle, der Morgen grüte, lebe am äußersten Meer. Lasst uns mit Worten aus dem Psalm 31 beten. Sei mir ein Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich,
und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr, hier stehen wir und wissen gerade nicht, wohin unser Weg uns führt. Komm du uns entgegen mit deiner Gnade, mit deinem Wort, mit deinem Geist. Öffne uns die Augen, dass wir erkennen, was ein I will follow you, echte Nachfolge, bedeuten kann. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Markus 8, die Verse 31 bis 38 nach der Basisbibel. Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Weg mit dir, Satan, hinter mich. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und
der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Lob sei dir, o Christe. Amen. Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Es erinnert mich an meinen Ordinationsgottesdienst in der Georgenkirche, der Bachkirche in Eisenach 2006. Damals haben wir Vikare es mit Bandbegleitung selbst gesungen und die Kirche damals ganz schön gerockt bzw. in Bewegung gebracht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Aufnahme, die wir heute hier einspielen, stammt aus dem Jahre 2012, gesungen vom Klangvolk in Tiefenmund. I will follow. Das ist diese Tage nicht ganz so einfach. Bei dem Schneechaos, das in diesem Lande gefallen ist, da ist man manchmal froh, wenn da jemand einem den Weg freiräumt. Als ich mich am Montag früh
nachdem in der Nacht 30 cm Schnee gefallen waren, auf den Weg nach Tiefenland machte, war ich froh, dass ich einen Schneepflug vor mir hatte. Und die letzten Meter, die musste ich mir dann selber freischaffen. I will follow him. Gemütlich säuselnd, fast getragen, kommt diese Aussage in dem Lied daher. So einfach, fast süß. Ich will ihm folgen, wo immer er auch hingehen mag. Ich will immer in seiner Nähe sein. Nichts kann mich von ihm wegbringen. Er ist mein Schicksal. Ein Liebeslied. So ähnlich wie bei Ruth vor 2 Wochen. Egal wie hoch die Berge, wie tief die Schluchten, die Meere, nichts kann mich seiner Liebe entreißen. Da ist jemand dem anderen total verfallen. Egal wohin er geht. Ich setze alles in Bewegung, um ihm nahe zu sein. Und gilt das nicht auch von der anderen Seite? Wenn Sie so in jemanden vernarrt sind, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, also wenn Sie mal richtig dranbleiben wollen, was sind Sie bereit zu geben? Und was sind Sie bereit zu verzichten? Wie wird sich das Leben verändern? Das habe ich mich gefragt. Was mache ich nicht alles aus Liebe? Kochen, Blumen pflücken, Garten umgraben, Häuser bauen, Berge versetzen, helfen, mich einsetzen, mich von meiner besten Seite zeigen, nicht nur, aber auch, um zu gefallen. Oder auf bestimmte Sachen verzichten, weil mein Gegenüber vielleicht ebenso, zum Beispiel auf Fleisch verzichtet. Bewusster leben, sich mehr oder anders bewegen, vielleicht bei der Aktion Klimafasten mitmachen. Es gibt ja viele Gründe, weshalb Fasten wieder gerade total in ist. Abnehmen wäre so ein Grund. Entschlacken, den Körper reinigen. Wieso eigentlich nicht, wenn es hilft? Der Hintergrund des Fastens ist ja, bewusster zu leben, sich bewusst zu machen, was man braucht und auf was man besser verzichten sollte. Aber es fällt auf, wenn es nicht echt ist, sondern nur halbherzig. Wenn man nur mit halbem Herzen dabei ist, dann ist das Vertrauen schnell verspielt. Dann beginnt ein gegenseitiges Aufrechnen. Die Bibel kennt das sehr gut und spiegelt das in der Beziehung zu Gott. So lesen wir bei Jesaja 58 in den Versen 1 bis 9. Ich lese es mal nach der Bibelübersetzung der Guten Nachricht. Der Herr sagt, rufe, so laut du kannst. Lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihre Vergehen vor. Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein Volk, das sich an Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir fasten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen? Du beachtest es ja gar nicht. Darauf sage ich, der Herr, seht doch, was ihr tut, wenn ihr fastet. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust rein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Nein, Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen. Nehmt das drückende Joch von ihrem Hals. Gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf.
Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, was zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Da sagt mal jemand seine Meinung, klar und deutlich. Da kritisiert einer, ihr gaukelt euch und anderen was vor. Ist das nicht so? Ersetzen wir mal für einen Moment das Wort Fasten mit dem hochaktuellen und unbeliebten Wort Lockdown. Und hören wir nochmal. Sie fragen, was für einen Sinn hat es, dass wir im Lockdown sind und Entbehrungen auf uns nehmen. Seht doch, was ihr tut, wenn ihr im Lockdown seid. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeit aus. Sieht so ein Lockdown aus, der mir gefällt? Da ist jemand unserer Verlogenheit, unserer Halbherzigkeit, unserem Anspruchsdenken, unserem Wir müssen doch, es kann doch nicht sein, dass wir ständig verzichten und einstecken, auf die Spur gekommen. Erwischt. Unser Anspruchsdenken lautet doch, wo wir jetzt schon seit x Wochen im Lockdown sind, müssten wir doch wieder mal normal leben. Aber leben den Lockdown eben nur halbherzig, suchen nach Schlupflöchern, nach anderen Möglichkeiten, dass es uns gut geht. Anspruchsdenken, Vertrauensbruch. Der Tod einer jeden Beziehung. Aber in einer echten Beziehung kann man sich auch mal was sagen lassen. Miteinander daran arbeiten, zurück auf den richtigen Kurs zu kommen. I will follow him. Jesus lebt uns das vor, was Gott in Jesaja 58 anspricht. Den Blick für den anderen haben. Auf die zugehen, die am Rand stehen, die hinten überfallen. Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Wer liegt denn am Boden? Wer kann nicht mehr? Wer braucht jetzt deine Hilfe? Und zwar unabhängig von der Gesamtsituation. Helft allen, die Hilfe brauchen. Dieser Impuls kommt von Herzen, aus dem Herzen heraus. Dieser Impuls kommt aus einer Beziehung zu Gott heraus. Er gibt uns die Chance, dass I will follow you wirklich zu bedenken und umzusetzen in unserem Leben. Und er versagt sich nicht, sondern öffnet uns Perspektiven. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran. Meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. I will follow him. Ihm nah sein, ganz dicht dran sein an seinem Leben und Wirken. Das gilt ja umgekehrt auch für ihn. Er will ganz nah dran sein an uns. Ich bin ganz nah dran an deinem Leben. Was immer du tust, ich bin da. Wo immer du bist, ich bin da, bin dir ganz nah. Das ist seine Liebeserklärung an uns. Und das verändert mein Leben. Ich muss nicht mehr um Anerkennung kämpfen, weil ich schon geliebt bin.
Ich darf hören und spüren, wie jemand mir Schritt für Schritt folgt, mich begleitet, egal wohin ich gehe. Das gibt mir Kraft. Auch in dunklen Zeiten. Kraft, um auch Unpopuläres durchzuhalten, um mich für andere einzusetzen. Amen. Lass uns das nicht vergessen, was du für uns getan hast. Von ganzem Herzen möchte ich dir singen. I will follow you. Follow you wherever you will go. Du fängst uns auf und ziehst uns ganz zu dir. Lass uns das nicht vergessen, was du für uns getan hast. Von ganzem Herzen möchte ich dir singen. Über uns ist ein Schneesturm hinweggefegt und hat das Land lahmgelegt. Ein richtiger Winter ist eingezogen mit Temperaturen bis minus 25 Grad. Die Kinder freuen sich über den Schnee. Andere fluchen, dass sie stecken bleiben, dass das Leben gerade nicht so funktioniert, wie sie es planen. Hilf uns, dass wir uns selbst zurücknehmen in dieser Zeit und für die da zu sein, die uns jetzt besonders brauchen. Von ganzem Herzen möchte ich dich bitten. I will follow you. Follow you wherever you will go. Die Fastenzeit liegt vor uns. Mit Aschermittwoch beginnt die Vorbereitung auf Ostern hin, eine Zeit der Besinnung, eine Zeit des bewussten Verzichts. Es ist eine Herausforderung, sich über 7 Wochen eine Aufgabe, eine Entbehrung aufzuerlegen und durchzuhalten und im Vertrauen auf dich zu leben. Eine gute Übung, Leidenszeiten im Alltag und Zeiten der Entbehrungen durchzustehen und dir auf deinem Weg ans Kreuz zu folgen. Von ganzem Herzen möchte ich dich bitten. I will follow you. Follow you wherever you will go. Gemeinsam beten wir. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir hinein in die neue Woche mit dem Segen zu sehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.